Warum gibt es diese Videos auf YouTube? Wir gehen rein. Ich liebe diese random Clips. Bro, was? Der ist tot, Jungs. Der ist tot. Der ist Hacke, warte. Hä, Alter? Was ist das denn? Ich sag, Harry Peter! Liegt! Mittlerweile wundert mich gar nichts mehr auf Google Street View. Wie, erklärt mir jemand, was diese Mülleimer-Sache? Wieso Mülleimer bei ihm? Er liebt Mülleimer. Jungs, der Mann ist übrigens, Tobias Hoch ist übrigens Politiker für die FDP. Ja Leute, es ist wieder soweit. Ich reagiere jetzt wieder auf eure Einsendungen, wie zum Beispiel die gruseligste Horrorstory auf ganz YouTube. Mein Gesicht, wa? Tube. Ich werde mir heute mal einen so richtig gemütlichen Abend machen. Ich habe mir extra aus der Videothek eine VHS-Kassette ausgeliehen. Und da konnten wir nur so geil, Jungs. Harry Potter. Jungs, klatschen die Geschütze, kann ich auch mittlerweile mehrere. And one arm push up. And now, a really difficult one. I hope I can do it. Das ist wirklich geistkrank. Aber das sieht aus. Ich weiß ja, das ist möglich. Aber das sieht irgendwie nicht echt aus, aber das ist möglich. And one day, you can do it too. Also ich finde die gar nicht schwer. Das ist doch fake! Ist es nicht? Ja, und an der Stelle wie immer auch eine kleine Warnung. So manche Einsendungen würde es nicht jeder lustig finden, also ich meine... Ich verstehe kein Wort und das macht es umso witziger! Jo, solcher sind el grande! Toma! Todos mis antepasados son judíos. Ah, sí? Pues mira lo que tengo! Sei Hitler! Alter, was? Darauf erst... Ein paar Liegestütze. Ja, lol, ey. Mein RTL. Er geht aber nicht in der Position. Also, dann war das fake. Aber Jungs, diese, nicht Athletik, sondern, wie heißt es, Calisthenic, Leute, sind das, glaube ich. Die sind geisteskrank, Jungs. Die sind geisteskrank. Warte mal. Leute, ich habe euch ja schon öfter mal die Schreibtische von FlexiSpot vorgestellt und diese haben jetzt anlässlich ihres Jubiläums eine geile Aktion am Start. Vom 28. Ja. Kurzpause. Bruder, Jungs, diese Leute, Alter, die sind Jesus, sein Urgroßvater, die haben Jesus und dein dreimal. Die sind geisteskrank, diese Buben. Es muss jetzt nicht. Nein. Ja, ich, so ein Tisch, Jungs, der kostet 500 Euro. Ich sage euch, Jungs, der kostet mindestens 200, 300 Euro. Mindestens. Flexo Spotte Schreibtische. Ihr euch den 28. bis 1. September in euren Kalender und checkt die Webseite von FlexiSpot aus. Die bieten noch viel mehr an, wie zum Beispiel Gaming-Schreibtische oder elektronische Relax. Junge, ich hab aber keinen Bock, mir einen Tisch zu kaufen, der so teuer ist wie ein Haus. Was mit SEO und das Internet? Mein Tisch kostet, glaube ich, 40 Euro und so sieht er aus. Los geht's! SEO und das Internet. 50, aber. Nett. Das bin ich. Typisch NPC. Get away from me, thief. Greetings, traveler. Hey, macht das wirklich gut, Jungs. Bester Befester, bitte. Wie geil ist das denn gemacht? Ja, das wirklich gut gemacht. Also, ich glaube kaum, dass ich da was ähnlich Gutes hinbekomme, aber ich kann es ja mal versuchen. Willkommen in meiner Schenke. Bruder Ben, du meister TikTok leisten, Jungs. Wie kann ich dir helfen? Goofy. Wer hat die Beschreibung für dieses Zigarettending geschrieben? Zigarettenetui für 20 Blumen. Ein perfektes Geschenk für den Geschäftsmann oder Geschäftsmann. Stellen Sie sich vor, Sie sind an... Okay, stell dich vor. ...an der Bar und schauen dapper aus. Und ein Mädchen, das sich nicht zu sehr von einer Jungen unterscheidet, schaut sie an, gerade als sie eine zerlumpte Zigarettenschachtel zurückziehen, die eine Nachricht über Gesundheitsrisiken dröhnt, wird... Das beeindruckend? Nein, aber sie sind es nicht. Das ist jemand anderes. Sie enthüllen langsam das intelligente, gebürstete Nickel-Zigaretten-Etui, gehen hinüber und klappen es dramatisch auf und bieten ihr einen Rauch an. Also sind sie ein Geschäftsmann in einer Vorstandssitzung. Ihre Raucher haben ihre Schwuchtelboxen auf den Tisch gestellt und sie
willkommen in Ihr elegantes Zigarettenetui. Jetzt mal so eine Frage. Gut, ja, das ist ein normaler Tag bei mir, normaler Dienstag, aber dürfen nicht drüber reden. Ja, an alle anwesenden Frauen hier. Würdet ihr darauf stehen, wenn ein Mann in sein Zigarettenetui kommt? Mika mit F, nein! Man sieht, dass es fake ist. Schauspielkünste der Mutter, 5 Sterne. Hallo, ist der Ben da? Der Ben ist drin. Ich hol den mal kurz. Oh, wer ist denn da? No, du hast mir gar nicht gesagt, dass wir nur heute kommen. Das sollte eine Überraschung werden. Ach so. Hallo, freut mich. Hi. Und ihr habt beide sogar mein Bundle bestellt, ne? Ja. Yeah. Einmal hier die CD. Danke. Und einmal ein T-Shirt. Aber das ist nicht das Einzige, was ich für euch habe, denn ich habe noch was für vorbereitet. Boah, das Dorfkinderauto von Finnland. Und für dich ein iPad. Ah. Und für die Mama ein Dyson Airwrap. Na toll, und der Vater bekommt jetzt gar nichts, oder was? Hier, für sie ein TikTok-Videos, Jungs, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das gut ist, weil für TikTok war das, glaube ich, krass. Jetzt hab ich wir gucken jeden ein paar TikToks rein, ein paar. Vor dir in die Hose geschissen. Darf er so? Ach so, hier kurz ein Hinweis. Bitte nicht auf diese speziellen Kommentare eingehen. Diese Accounts sind ausnahmslos fake. Bitte nicht draufklicken, Leute. Wenn ich weiß, von was ich gerade rede, einfach mein letztes Video auschecken. Ich verlinke es euch gegen Ende in der Endcard. Egal, machen wir weiter, oder? Juhu! Der zweite Abschnitt hat bei mir für einen Lachanfall in der Öffentlichkeit gesorgt. Okay, in diesem Video sieht man ein... Nein, nicht in der Öffentlichkeit lachen, dann denken die noch, du hast Freude im Leben. Ist ja unangenehm. Ein Originalsketch von Garfield, in dem der Besitzer seine Pfeife sucht und dann... Now, where could my pipe be? Garfield? Und dann macht man das Ganze halt irgendwie so ein bisschen minimalistischer. Location of smoke apparatus. Feline! Dann halt noch ein bisschen mehr. Red Tube. Cut. Okay, aber noch weniger geht wirklich nicht mehr, oder? Anders kann man das gar nicht sagen. Die arme Flur. Nur warte, ich so warte. Keine Ahnung. Der war OLC, Jungs. Ist das überhaupt aggressionsabbauend, auf so eine Trommel zu schlagen? Ich meine, das federt ja übel ab und es macht der Trommel gar nichts aus. Immerhin ist das Ding ja genau dafür da, dass Sonne geschlagen werden. Genauso wie Kinder. Ich meine... Wow, er ist einfach so verschwunden. Bruder, Zebo, wacht auf, Jungs, der taucht auf, der Mann, Gewinner. Was für ein Arsch. Miquito el sombrero? Miquito el sombrero! So, als nächstes mal bitte einen niveauvollen Clip, weil sonst bin ich an der Stelle raus. Der hat doch gelitten, Alter! Hey, you wanna hear something? Sexy. Er ist einfach so verschwunden. Was für ein Arsch. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Der nächste Taui zu den 500.000 ist drin, deswegen an der Stelle danke, Jungs und Mädels. Und da wär's. Das ist Twitchy. Ah, ah.